Und Aldi hat mit mir dann am Schluss mal 36 Millionen gemacht. Aber er hat immer nur ein halbes Jahr im Voraus gekauft und hat nie garantiert, dass er weiterkauft. Dann wollte er Eigenmarke. Habe ich verstanden. Lass über Aldi nichts kommen. Ein Top-Kunde. Aber dann wollte er auch noch 30-40% die Preise runter. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Das ist der Anfang vom Ende. Heute 30-40%, morgen nochmal 10%. Und dann habe ich meine eigenen sogenannten Testgeschäfte gemacht.